Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mir dieses wunderschöne Designpad von Craft Sensations rausgesucht. Ich habe hier mit 18 Karten vorbereitet und die sind alle wirklich schön, die Farben. Der Block ist einfach richtig toll, die Blätter sind schön. Und ja, im Anschluss geht es dann zum Basteln. Danach zeige ich euch wie immer, was ich benutzt habe und dann erkläre ich auch danach nochmal die Karten ein bisschen genauer. Ja, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich wie immer sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, das würde mich sehr glücklich machen. Und ja, einen Kommentar könnt ihr mir auch gerne da lassen, da freue ich mich immer und schreibe auch gern zurück. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir doch erstmal los mit dem Basteln. Viel Spaß! Doing crazy dreaming.
So, dann gucken wir uns jetzt nochmal an, was wir zusätzlich benutzt haben. Und zwar einmal die MFT-Sketche Nummer 523 bis 531. Dann habe ich diese Stanze hier verwendet für zwei Karten. Die habe ich mir mal beim AliExpress bestellt. Dann habe ich hier von Woodware, diese wunderschönen Stempel, die funktionieren wirklich sehr gut. Die haften hier dran gut und die haften auch an dem Acrylblock sehr gut. Und ja, die Stempelabdrücke sind auch schön. Ich bin sehr zufrieden mit denen. Dann habe ich auch noch von Jen Hatfield diese Sticker hier benutzt in rosa. Dann habe ich mir aus einem Shop beim AliExpress, das ist Creative Path, die hat immer diese Stanzteile, die hat da ganz viele verschiedene von. Da fallen auch schon welche raus. Ich kann es ja mal kurz in die Kamera halten, was da alles so bei ist. Sehr schön, wirklich, haben perfekt gepasst zu diesem Block. So, jetzt muss ich aber den Knopf wieder da reinpacken. Dann Stickerlinien von Love from Lizzie in rosa und von Ideen mit Herz hier noch so ein paar Dekosteinchen. Dann hatte ich ja noch so goldene Dekosteinchen, die habe ich, glaube ich, mal bei Teddy gekauft, genau. Dann habe ich auch noch Roshi-Tape verwendet, hier dieses Glitzernde und hier jede Menge Embellishments, also hier Pailletten und so Glitzer-Sachen für die Shaker-Karten, genau. Das habe ich mal beim Action gekauft, das ist auch vom Action. Und diese Kügelchen, die habe ich mal geschenkt gekriegt. Da, wenn ihr wisst, wo man die kaufen kann, sagt mir doch einfach mal Bescheid. Ich finde die nämlich sehr gut für die Shaker. Also die machen, dass das alles nicht so festklemmt. Das bewegt sich dann immer alles sehr schön in den Karten. Genau, und dann gucken wir uns die doch auch jetzt direkt mal an. Dann fangen wir direkt mal mit den DIN-Langkarten an. Und zwar einmal diese hier. Hier habe ich mir dieses, diese Stanze genommen, die ich euch vorhin gezeigt habe, die ich vom AliExpress habe. Das habe ich mir einfach ausgestanzt, auf schwarz gemattet. Dann habe ich mir hier unten noch so einen rosa Streifen hingemacht. Hier hätte man im Endeffekt auch einen Sticker von Love from Lizzie hinkleben können. Das ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen. Dann habe ich hier noch ein Fähnchen aufgeklebt, mit meinem Just for You drauf gestempelt und hier ein Glitzersteinchen hin. Und dann habe ich mir diese Blümchen, die fand ich, haben noch ganz gut dahin gepasst, aus diesem Stanzteile-Set und zwei lange Stickerlinien. Und dann war diese Karte auch schon fertig. Alle Karten habe ich zweimal gemacht. Genau, dann auch sehr schön jetzt diese hier. Hier habe ich mir Designpapier auf lila gemattet. Dann habe ich mir drei Kreise ausgestanzt. Die habe ich unten und oben leicht überlappen lassen und mir dann das zu viel weggeschnitten. Dann habe ich mir auch wieder mehrere Stanzteile rausgesucht. Hier auf die Brille habe ich noch Glossy Accents gemacht, weil ich finde, gerade zu so Brillen und sowas passt das natürlich sehr gut. Und dann noch hier meinen Spruch, Sweet Moments, und die freut sich ja auch so süß. Und ja, finde ich, passt alles sehr gut zusammen. Wie gesagt, auch zweimal. Dann kommt meine Shaker-Karte. Ich muss einmal ganz kurz. Shaker-Karte in der Hand, schon geschüttelt. Das ist einfach so. So. Hier habe ich mir ein Designpapier zurechtgeschnitten. Da habe ich mir dann in der Mitte, warte mal, kann ich mal ein bisschen näher, habe ich mir in der Mitte einen Kreis ausgestanzt. Das war eine Stanze vom Action, die nach innen und nach außen diesen gestitchten Rahmen macht. Dann habe ich mir, habe ich das aufgelegt, habe mir das Häschen hingelegt, noch bevor ich die Acetatfolie aufgeklebt habe, damit ich weiß, wo, dass das recht mittig ist. Genau, dann habe ich mir dieses ganze Designpapier erhöht, nachdem ich eben das, die Acetatfolie aufgeklebt habe, von hinten mit Flüssigkleber, habe mir das Ganze erhöht, habe dann meine Shaker-Perlchen und alles, was ich wollte, auf das Häschen gelegt sozusagen. Dann habe ich die Schutzfolie abgemacht und das alles einmal komplett draufgeklebt. Dann von außen habe ich mir ja halt noch diesen Spruch draufgeklebt, der auch in diesem Stanzteile-Set war, und dann noch ein paar Pailletten, und ich finde, mehr musste auch schon gar nicht drauf. Ich finde diese Karte wirklich sehr, sehr schön und schüttelig.
Und die andere ist das natürlich auch. Sehr schüttelig sogar. Genau. Dann jetzt kommen die kleinen Karten, also die normalen Karten, sage ich jetzt mal von der Größe her. Die Standardkarten, so normal sind sie alle. Hier habe ich mir ein Designpapier zurechtgeschnitten, wollte einen weißen Rand haben, dann habe ich mir das auch dementsprechend kleiner zurechtgeschnitten natürlich. Ne, normalerweise unterlege ich mir das ja gerne mal, matte ich das mit anderen Papieren, aber ich fand es hier schön bei einigen Karten, wenn man den weißen Rand halt noch sieht. Dann habe ich mir zwei Rechtecke aus Designpapier zurechtgeschnitten, habe mir in der Mitte das Washi-Tape aufgeklebt und dann die Rechtecke darüber. Dann hier meinen Spruch in die Mitte geklebt und diese Glitzersteinchen aufgeklebt. Ich fand, die passten auch einfach sehr gut zu den Karten und deshalb habe ich die auch alle aufgebraucht, die ich hatte. Dann noch hier dieses Kätzchen oder Kater, wer weiß. Und den habe ich mir erhöht aufgebracht und ja, dann war diese Karte auch fertig. Glitzert so schön, die Steinchen. So, dann eine ganz einfache Karte. Um das Ganze abzuheben, habe ich mir das Designpapier auf schwarz gemattet. Dann habe ich mir drei gleich große rechteckige Streifen geschnitten. Die habe ich dann so hingelegt erstmal, so schräg. Und dann habe ich mir hier jeweils die überstehenden Reste einfach abgeschnitten. Also ich habe mir das erst dann aufgeklebt, habe den Rest abgeschnitten, habe mir das zweite dann so mit dem Abstand aufgeklebt, Rest abgeschnitten und so habe ich das dann auch mit dem dritten gemacht. Dann habe ich hier meinen Spruch hingeklebt und hier oben drei Glitzersteinchen. Und das war wirklich eine sehr schnelle Karte, aber trotzdem eine schöne Karte. Beziehungsweise zwei Karten. So. Auch eine einfache Karte. Hier habe ich mir einfach ein Designpapier gemattet. Dann habe ich mir ein großes Oval ausgestanzt, habe hier dieses, ich fand, das hat von der Größe einfach super gepasst, dieser Kleider, diese Kleiderpuppe. Ja, das Stanzteil draufgeklebt, den Spruch noch perfekt und dann so ein paar Glitzersteinchen und dann war die Karte nämlich ganz schnell fertig. Ich hatte einfach das passende Stanzteil in dem Moment für dieses Oval. Ich finde, das passt perfekt da drauf. Und da brauchte ich dann auch nicht viel weiteres machen. Dann eine Linie. Eine geradlinige Karte, wollte ich sagen. Genau, hier habe ich mir auch wieder Streifen. Das ist Restpapier. Da habe ich das Designpapier wie hier verwendet. Habe mir drei schmale Längsstreifen. Also beziehungsweise das waren alles drei lange Streifen. Die habe ich mir dann abgeschnitten. Habe mir die hier aufgeklebt. Erst die langen. Und der Streifen, der weiße hier mit dem Spruch, der ist übrigens genauso breit wie die hier. Ja, habe mir die oberen aufgeklebt, dann habe ich mir das weiße Teil dazwischen geklebt und dann mit dem Lineal hier rangehalten, dass das eine Einheit gibt, dass das auch gerade aussieht. Hätte ich aber hier mit dem, in dem Fall hätte ich das aber erst zum Schluss aufkleben sollen, weil dann hätte ich das nämlich auch besser gerade legen können. Hier ist es ein bisschen schief, beim anderen habe ich das richtig gemacht. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das bei dem nicht gemacht habe, aber egal. Und dann, ach so, dann habe ich mir natürlich noch diese kleinen Vögelchen hier aufgeklebt. Mein Spruch da hier, just for you. Und hier oben noch ein paar Glitzersteinchen. Und ich finde die Karte auch sehr schön. Ist nicht sehr aufwendig, sage ich mal. Ein bisschen gucken halt, dass alles gerade ist, das sollte man schon. Aber ich finde die sehr hübsch. Mir gefällt sowas. Ist mal ein bisschen schlichter, sage ich jetzt mal. Nicht so wie diese hier, wo wirklich dann viele wieder drauf los ist, ne? Aber das mag ich ja halt auch. Also ich mag beides. Es kommt halt immer auf die Karte drauf an. Hier habe ich mir wieder ein großes Designpapier gemattet. Dann habe ich mir hier einen Streifen drüber geklebt mit anderem Designpapier. Das habe ich mir dann noch mit den Love from Lizzie Peel-Off Stickern hier an der Seite eingeklebt. Dann habe ich mir einen Kreis ausgestanzt in weiß. Den habe ich mir dann wieder so ein bisschen versetzt drüber geklebt, dass ich das Teil abschneiden konnte. Und dann habe ich mir dieses süße Stanzteilmädchen hier an der Nähmaschine rausgesucht. Ich fand, die hätte auch super hingepasst. Und dann mein Spruch, Handmade with Love, weil die macht das ja gerade sehr schön selber.
Und hier ist eben noch die mit den Glitzersteinchen. Hier ist halt viel mehr drauf los, ne? Aber das Design an sich ist trotzdem eigentlich sehr einfach. Sollte man gut schaffen. Hier auch nochmal. Achso, hier habe ich mir auch über die Brille wieder Glossy Accents gemacht. So, dann die letzte Karte war meine erste Karte. Hier auch wieder eigentlich im Endeffekt mit Resten gearbeitet. Da habe ich mir hier diese Designpapiere. Auch wieder so, das waren zwei ganze Streifen. Die habe ich mir dann einfach übereinander gelegt und in der gleichen Höhe abgeschnitten und dann einfach versetzt aufgeklebt. Also hier kurz, lang, lang, kurz. Ein bisschen versetzt wieder. Hier habe ich auch, habe ich mir mit dem Linear gearbeitet? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Oder habe ich so gemacht? Kann auch sein. Dann habe ich mir hier noch das Fähnchen ausgeschnitten und Thanks so much draufgeklebt. Und weil mir das dann hier oben aber zu leer war, habe ich mir hier noch dieses Bändchen, diese Schnur rausgesucht. Die habe ich auch mal beim AliExpress bestellt und mir dann noch ein Schleifchen dran gemacht. Ja, und so gefällt mir die Karte dann auch ganz gut. Und diese natürlich auch, weil die genauso aussieht. Ja, das waren meine Karten. Wenn ihr nochmal die Karten sehen wollt mit den Sketchen nebeneinander, dann könnt ihr gerne auf meinem Blog nachschauen unter www.-kreativewelt.de. Da lade ich dann nämlich nochmal die Fotos hoch. Dann könnt ihr da ganz in Ruhe schauen. Ich habe da auch einen kleinen Blog, ich habe einen Blog, ja. Einen kleinen Shop habe ich da auch. Und ich habe auch eine Kategorie, was ich benutze. Und da habe ich auch alles, also ich aktualisiere das auch immer. Wenn mir noch was einfällt, dann schreibe ich es dazu, was ich wirklich so benutze und wo ich es auch her habe. Also falls euch das interessiert, dann könnt ihr da auch gerne mal nachschauen. Genau, und das war's jetzt aber erstmal für das Video. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt und ihr habt eine gute Zeit. Also, wir sehen uns bald schon wieder. Tschüss!